Und zwar das zweite Halloween-Special dieses Jahr. Wer mein letztes Halloween-Special noch nicht gesehen hat, der klickt bitte mal auf die Infokarte, denn da habe ich euch das verlinkt. Da habe ich einen Alien geschminkt und heute werde ich einen Dämonen schminken. Dämonen mache ich nämlich sehr gerne. Ja, und dann legen wir auch schon los. Zuerst kämme ich wieder meine Haare nach hinten und stecke sie fest, da ich wollte, dass die etwas aussehen wie zurückgegelt. Dann klebe ich mir meine Hörner auf die Stirn. Hier zeige ich euch mal kurz, wie ich die gemacht habe. Ich habe aus Pappe so eine Art Kegel ausgeschnitten, den ich dann zusammengeklebt habe mit Klebeband. Hier habe ich dann eingekleistert mit meinem Flüssiglatex und habe eine ganz dünne Schicht Taschentuch drüber gemacht und die auch wieder mit Latex angeklebt. Und das habe ich dann über Nacht trocknen lassen. Als es dann getrocknet war, habe ich mit Concealer die Hörner etwas angemalt. Dann habe ich mit Theaterschminke ein paar schwarze Streifen für die Struktur auf die Hörner draufgemalt. Dann habe ich die Rock Nudes Palette von Maybelline genommen und den ganz dunklen braunen Ton auch ein bisschen auf den Hörnern verteilt. Einfach damit es natürlicher aussieht. Danach habe ich noch ein bisschen was von dem Taschentuch abgeschnitten, weil so viel brauchen wir zum Aufkleben nun wirklich nicht. Dann nehmen wir Flüssiglatex zum Auftragen, geben das punktuell auf unsere Stirn, da wo die Hörner hin sollen. Und da seht ihr schon, warum ich einen kleinen Rand von dem Taschentuch da gelassen habe. Einfach damit es besser kleben kann. Und außerdem sieht es dann aus wie aufgestochene Haut, wo diese Hörner rauskommen. Und das ist ein ziemlich cooler Effekt. Dann habe ich mir wieder Taschentuch abgerissen und habe das mit Latex auf meine Wangen geklebt. Jetzt kommen die Kontaktlinsen von Madlens wieder ins Spiel. Danke übrigens, dass ihr mir die gesponsert habt. Finde ich richtig klasse, weil ohne die hätte ich diese Looks nicht so cool kreieren können. Und dann habe ich über meine Hautfetzen aus Latex Make-up drüber gemacht und Concealer drüber gemacht. Dann habe ich meine NYX Contour Palette genommen und habe ein wenig von den hellen Highlighter-Tönen auf mein Gesicht getan, einfach um den Concealer zu setzen, und dann habe ich von dem Contour-Puder ein bisschen was um die Hörner drumherum hergegeben. Im Übrigen, wie beim letzten Video wieder, werde ich euch die Kontaktlinsen von madlens.de unten in der Infobox verlinken. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr ja ein paar passende Halloween-Kontaktlinsen für euch. Dann müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ihr das nachmachen wollt. Ich rate es euch lieber nicht, probiert es lieber so abzureißen. Habe ich ein bisschen was von den Taschentüchern, von den Hautfetzen quasi abgeschnitten, damit es noch zerfetzter aussieht. Dann habe ich mir meine schwarze Theaterschminke genommen von Jofrika, die ich beim letzten Halloween-Tutorial schon genommen habe. Das soll einfach die Schicht unter meiner Haut darstellen. Dann nehme ich wieder meine BH Cosmetics 120 Color Palette und setze die Theaterschminke wieder mit schwarzen Lidschatten, mit braunen Lidschatten und auch mit etwas roten Lidschatten, damit es ein bisschen blutiger wird. Den roten und den braunen Lidschatten setze ich dann auch nochmal um meine Hörner herum. Den braunen Lidschatten gebe ich dann auch nochmal ein klein wenig auf meine beweglichen Augenlider, nehme mir dann den schwarzen Kajalstift von Essence und kreiere eine Art Äderchen. Und diese Äderchen verblende ich dann mit ein bisschen blau-lilanem Lidschatten. Sieht dann ungefähr so aus wie ein paar Wehen. Dann nehme ich mir meine Glam & Doll Mascara von Catrice und tusche mir ein wenig die Wimpern. Denn auch Dämonen haben Wimpern. Jetzt geht es an die Zähne. Ich habe nämlich Polymorph Plastik, ebenfalls in der Infobox verlinkt, in heißem Wasser knetbar gemacht und habe dann ein langes Würstchen auf meinem Schminktisch ausgebreitet und es zurechtgeschnitten. Und daraus habe ich mir dann meine Zähne geformt. Dann habe ich mir ein bisschen Hautkleber von Eulenspiegel genommen, habe dann auf meine Zähne drauf gemacht und habe so lange auf den Zähnen den Hautkleber drauf rumgetupft, bis er Fäden gezogen hat. Und dann ist er fähig, able to clipping it auf die Haut drauf. Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir wieder meine schwarze Theaterschminke genommen und an die Zahnwurzeln ein bisschen davon gegeben. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil, Kunstblut. Das Kunstblut habe ich dann noch unter die zerfetzte Haut gegeben und in die Zahnzwischenräume. Und jetzt kommt echt mein Lieblingspart.
Ich habe die Tube Kunstblut an meinen Hals gehalten und habe ein bisschen gedrückt und sofort lief es den Hals runter. Oh mein Gott, es gibt kein besseres Gefühl. Jetzt kommen wir zu den Fingernägeln bzw. zu den Händen. Die habe ich auch nochmal schön rauchig wie meinen Hals mit Theaterschminke eingetupft. Ich habe mir einen riesen Pack Acrylfingernägel bestellt und habe die erstmal zugeschnitten, damit die auf mein Nagelbett passen und habe die vorne angespitzt. Dann habe ich mit der Theaterschminke ein bisschen Nägel getupft und dann habe ich mit der Mrs. Bella Palette mit dem Ton Spice einen kleinen gelblichen Ton auf die Fingernägel gegeben.